Herzlich willkommen, meine Lieben, zu den 13 unverschämtesten Lügen der Lügenpresse. Die Lügenpresse erklärte ja das Wort Lügenpresse zum Unwort des Jahres, damit die Lügenpresse weiterhin ungestört die Lügenpresse bleiben kann. Ich aber erkläre das Wort Lügenpresse zum Superwort des Jahres, zum Wahrheitswort des Jahres, weil dieses Wort in einem Wort das erklärt, was man mit uns seit der Gründung der angeblichen Bundesrepublik Deutschland macht, eine Lüge ist. Man belügt und betrügt uns. Wer belügt und betrügt uns? Wer wird belogen und betrogen? Das deutsche Volk. Ja, die ganze Welt wird ständig von dem Bilderberg beherrschten Lügenpressen, der Lügenpresse und den Medien belogen und betrogen. Unsere Regierung und die Opposition, mit ganz wenigen Ausnahmen, sind die wahren Volksverräter, Betrüger, die via Bilderberger die Medienbosse beherrschen und deren Kopfnick-Journalisten, die das Volk belügen und betrügen und auf sein zukünftiges Sklaventum vorbereiten. Und darum haben die Medien nicht nur in Deutschland das Ansehen und die Glaubwürdigkeit verloren. Lüge Nummer 1. Pressefreiheit. Es gibt überhaupt keine Pressefreiheit. Die Presse hat nur die Freiheit, zu lügen und zu betrügen im Auftrag ihrer Bilderberger Bosse, nicht wahr, und deren Marionetten Merkel und Co., Obama und seinem Freund Michael, ihr wisst, was ich meine. Inzwischen sind Politiker aber schon so unverschämt und ganz offen, dass sie lügen und betrügen und das sogar zugeben. Die Bürger sind so abgestumpft, ob das nun sich um die Maut handelt oder andere Sachen, vor der Wahl etwas sagen, nach der Wahl nicht einhalten, ob Merkel öffentlich beschuldigt wird, wissentlich in Asse Menschen verstrahlt, radioaktiv verseucht zu haben und die Umwelt verschmutzt zu haben. Och, na ja, was soll's, nicht wahr? Man kann jetzt sogar öffentlich sagen, dass vielleicht, wie viele es tun, der größte Teil des Bundestages von Pädophilen durchzogen ist, welche angeblich von Edati mit Kinderpornos versorgt wurden, vor allen Dingen, wenn es also darum ging, die Belange des deutschen Volkes zu vertreten im Bundestag und das so langweilig war. Na, da kann man schon mal diesen und jenes Kinderpornofoto mal einem anderen Abgeordneten zusimsen, ja, damit er auch ein bisschen Spaß hat da, ist ja klar. Und der Bürger wird immer stumpfer. Nicht nur, oder vielleicht auch, weil man ihm doch genügend Sedative ins Essen tut. Mehr will ich dazu im Augenblick nicht sagen. Lüge Nummer 2. Das ist die Kriegsendenlüge, nicht wahr? Und meine Lieben, ich muss etwas vorausschicken. Wenn ich alle Lügen der Lügenpresse hier präsentieren würde, würde mein Computer, der hätte gar nicht die Speicherkapazität. Und ich habe einen ganz modernen Computer. Ich würde nicht nur bis zum Ende meines Lebens, sondern auch noch das gesamte nächste Leben da sitzen, nur um die Lügen der Lügenpresse hier zu offenbaren. Also habe ich mir ein paar rausgepickt, ja? Im dummen Volk, Entschuldigung, wenn ich das sage, wurde die Lüge verbreitet und wird immer noch verbreitet und geglaubt, dass der Krieg zu Ende ist und dass wir eine BRD sind. Weder ist der Krieg zu Ende, noch sind wir eine BRD. Denn Deutschland ist für die USA immer noch Feindesland. Das hat uns die Lügenpresse damals verschwiegen, nicht wahr? Solange USA und Großbritannien keinen Friedensvertrag mit Deutschland geschlossen hatten oder haben, besteht bestenfalls Waffenstillstand, aber kein Kriegsende. Darum darf uns die USA zum Beispiel auch ganz offiziell abhören. Das wurde sogar damals vertraglich festgelegt. Heute tut Merkel so ganz erstaunt. Oh, wie kommt das? Sie kennt die Verträge genau, nicht wahr? Heute sind Volksverräter wie Merkel und andere scheinheilig entrüstet. Oh, das wussten wir aber nicht.
Meine Lieben, Frau Merkel mag die Doktorarbeit nicht geschrieben haben, sondern ihr Mann, die Doktorarbeit übrigens gar keine ist, aber so dumm ist sie auch wieder nicht, zu wissen, worüber ich hier schreibe und rede. Eine der Tausenden von Wahrheiten, welche uns die Lügenpresse verschweigt, und damit lügt sie, ist also, dass 70 Jahre Waffenstillstand vorbeigegangen sind, weil nach der sogenannten Beendigung des Kriegszustandes ganz bewusst kein Friedensvertrag erfolgte. Ja? Und dies ganz bewusst deshalb, siehe Versailles-Vertrag und so weiter, damit man uns richtig noch ausnehmen kann wie eine Weihnachtsgans. Beziehungsweise wie 80 Millionen von Weihnachtsgänsen. Unser Wappentier sollte nicht der Adler sein, sondern die Weihnachtsgans mit nach unten gebeugtem Kopf, die vor sich herkackt. Ja? Jetzt kommt Lüge Nummer 3. Das ist die Belauschungslüge. Ja? Da verschweigt man etwas und damit belügt man uns. Denn die Presse wusste das. Die Zuständigen wissen das alle. Schauen wir mal, was uns die Lügenpresse in diesem Zusammenhang noch verschweigt. Ich deutete es bereits an, es gibt ein Abkommen aus den frühen 50ern, in dem unsere Regierung den Amis zugesichert hat, dass sie uns jederzeit abhören bzw. belauschen und bespitzeln dürfen, wenn die US-Truppen in Deutschland in Gefahr sind. Ja, dann dürfen wir sogar für die Amis morden. Im Auftrag von Angela Merkel dürfen junge Leute von Stuttgart aus Drohnen über Feindesland schicken, in Syrien, Irak oder sonst wo, und dürfen einfach Menschen ermorden, mit einem Knopfdruck. Ihr wundert euch jetzt, meine Lieben, warum man sogar bemüht ist, dass Kinder die Computer und Kriegsspiele beherrschen? Die Kriege der Zukunft werden vom Wohnzimmer aus geführt, ihr werdet es sehen. Die Soldaten brauchen da nicht mehr irgendwo hinzugehen, irgendwelche Übungen zu machen. Sie sind bereits so geschult und können dann noch spezieller geschult werden, dass sie vom Wohnzimmer aus Krieg führen können. Per Drohnen und andere Schwingungswaffen und so weiter noch. Die Lügenpresse verschwieg uns und entrüstete sich zusammen mit Merkel und anderen Volksbetrügern, als wir von Edward Snowden erfuhren. Ja, dass wir abgehört würden. Oh, wirklich? Ja, wirklich. Und ihr habt es gewusst. Seit 1950 oder später auch. Tatsache ist, meine Lieben, wir sind immer noch besetztes Land. Und darum übrigens hat der Amerikaner gesetzlich völlig recht. Und es ist völlig zulässig, dass er uns belauscht, bespitzelt. Dafür stößt er gegen kein Gesetz. Wir haben es ja unterschrieben. Wir kommen zu Lüge Nummer 4. Das ist die Außenhandelslüge. Das ist eine weitere Lüge der Presse, weil sie diese Tatsache verschwiegen hat. Viele von euch werden das vielleicht nicht wissen. Hier auf Christian Anders Learning Channel erfahrt ihr es. Die Lügenpresse verbreitet die Lügen der Politiker folgendermaßen. Man sagt doch immer Export. Angela Merkel ist ganz stolz, nicht wahr? Ihr Kopf schwillt immer an, nicht wahr? Wenn sie also stolz verkündet, die deutsche Außenhandelsbilanz, Exporte feiert neue Rekorde. Und darum muss man halt, ihr lieben Volksdeppen, ihr lieben Steuerdeppen, Entschuldigung, wenn ich das sage, müssen die Löhne auch niedrig, müssen wir sie halten, damit das so bleibt. Das ist eine freche Lüge unserer Volksverräter und der Lügenpresse, denn die Überschüsse, die Exporte, die Einnahmen haben null Nutzen für den deutschen Steuerdeppen. Entschuldigung. Der gesamte Außenhandelsüberschuss, wusstet ihr das, meine Lieben? Seit 1971 wird als Reparationsleistung zugunsten der Alliierten gesehen. Eine Art Versailles-Vertrag, ja? Mittlerweile haben wir gezahlt durch unsere Exportleistung an die Alliierten, an die 4 Billionen Euro am deutschen Bürger vorbei. Nicht wahr? Hin zu den Amerikanern und Briten und so weiter. Das sind, meine Lieben, 4 Milliarden, nein, 4.000
Milliarden Euro. Das ist fast so viel wie die gesamte Staatsverschuldung in Deutschland. Wir wissen, dass Deutschland oder die sogenannte Bundesrepublik das am höchsten verschuldete Land in der EU ist. Das wird uns verschwiegen. Ja? Und auch natürlich die höchsten Arbeitslosenzahlen hat, nicht die vorgelogenen, die in den Kopfnickmedien durch die Lügenpresse verbreitet werden. Ja? Am deutschen Bürger vorbei werden die Einnahmen, die Überschüsse, die Exportüberschüsse gezahlt an die Siegerländer insgesamt 4.000 Milliarden Euro. Oder 4 Billionen. Ja. Ich muss lachen. Jemand, den ich ganz gut persönlich kannte, Willy Brandt, der wusste nicht mal den Unterschied zwischen einer Milliarde und einer Billion. Aber gut, er war ein wunderbarer Mensch, ein lieber Mensch. Aber naja, ihr seht ja, wenn es dann auf diese Höhe kommt, da kommt es auf eine Null mehr oder weniger nicht an. Meine Lieben, wir wissen jetzt und verstehen, warum die Siegermächte an keinem Friedensvertrag interessiert sind. Der würde ja den, wie ich ihn nenne, den Außenhandelsraub beenden. Da müssten wir keine Exportüberschüsse mehr bezahlen. Ein Friedensvertrag, wenn es ihn denn gäbe oder wenn es ihn geben würde, der würde sogar ermöglichen, dass in Deutschland eine Änderung des Finanzsystems geschieht, wie ich es zum Beispiel immer verlange, weg mit dem Zins- und Zinseszinsbelasteten Geldsystem. Ja, auch da kann ich wieder nur verweisen auf ifm-society.de. Das wurde nicht umsonst, meine Lieben, in 40 Sprachen übersetzt. Kennt ihr noch eine Webseite, die in so vielen Sprachen übersetzt wurde? Auf der ganzen Welt. Ich glaube kaum. Ich hoffe, dass diese Botschaft des zinsfreien Umlauf gesicherten Geldsystems in der ganzen Welt dadurch verbreitet wird. Meine Lieben, zu dieser Lüge sozusagen als Unterlüge, ja, ein paar Unterlügen muss man ja auch. Ich habe das ja nur so zusammengefasst in Hauptlügen und Unterlügen. Ein souveränes Deutschland im Zentrum Europas, bedenkt das doch bitte, müsste zwangsläufig die Führungsrolle auf diesem Kontinent übernehmen. Das konnte man gar nicht zulassen. Darum hat ja auch Henoch Kohn, besser bekannt als Helmut Kohl, damals den Euro eingeführt, der mit die Macht der deutschen Mark gebrochen wird. Ja? Jetzt wollen wir mal fragen, warum hat man überhaupt Krieg gegen uns geführt? Ja? Tja, also, wenn ich der Sunday Correspondent Time glauben mag, ich war in London, 16. September 1989, da stand zum Beispiel drin, und ich glaube, das ist so, das heißt, der Grund war, da steht drin, wir, die Briten, sind nicht 1939 in den Krieg eingetreten, um Deutschland vor Hitler oder die Juden vor Auschwitz zu retten. Wie 1914 sind wir, also im Ersten Weltkrieg, sind wir für den nicht weniger edlen Grund in den Krieg eingetreten, dass wir die deutsche Vormachtstellung in Europa nicht akzeptieren können. Nicht wahr? Ende Zitat. Ein Friedensvertrag mit Deutschland hätte also die Kriegsziele Großbritanniens annulliert. Und das hat ja zum Ersten und Zweiten Weltkrieg geführt. Vor allem dem Ersten, denn da hat die London Times in 1919 geschrieben, wenn Deutschland in den nächsten 50 Jahren wieder Handel zu treiben beginnt, ist dieser Krieg umsonst geführt worden. Und das stimmt, meine Lieben. Das ist die Wahrheit, welche uns von der Lügenpresse verschwiegen wird. Und darum ist die Lügenpresse eben eine Lügenpresse und ein ganz wunderbares Wort, welches 99% unserer verlogenen Lügenpresse definiert, enttarnt, entlarvt, ja? Jetzt kommen wir zur Lüge 5. Die antisemitische Rentenlüge. Es ist eigentlich eine antisemitische, weil man sie verschwiegen hat, ja? Passt mal auf. Was sagt ihr dazu? Was die Lügenpresse uns verschwiegen hat. Ich nenne es jetzt mal die Rentenlüge. Ihr wisst doch, dass nach der Wiedervereinigung Ost und West die Rentenbeiträge drastisch erhöht wurden. Ja, jetzt hat man das so erklärt und gelogen, dass man gesagt hat, Ex-DDR-Rentner sind die Ursache. Lüge. Da hat man natürlich auch wieder eine zweite Mauer aufgebaut zwischen Ossis und Wessis, das kann man ganz klar sagen. Ja, eine Art Hemmnis für viele Wessis, sich
uneingeschränkt über die Wiedervereinigung zu freuen. Ja? Was ist aber die wahre Ursache, warum die Rentenbeiträge drastisch erhöht wurden? Die Wahrheit ist eine ganz andere. Die Wahrheit wird bestätigt von der Tochter des ehemaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Also das war der Heinz Galinski, ja. Und seine Tochter, die Evelyn, die hat Mitte der 90er im Fernsehen gesagt, es gab eine Bedingung des Zentralrats der Juden in Deutschland für die Zustimmung zur Wiedervereinigung. Landsmann Henoch Kohn, bekannt als Helmut Kohl, musste versprechen, meine Lieben, das ist bestätigt vom Zentralrat der Juden, musste bestätigen, ja, versprechen besser, dass alle Juden aus dem ehemaligen Ostblock in Deutschland aufgenommen werden, deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und die deutsche Rente. Und so mussten Anfang der 90er mehr als 1 Million aus dem Ostblock zugewanderte jüdische Rentner aus dem deutschen Rentensystem versorgt werden. Ja, obwohl die niemals definitiv in Deutschland normale Rentenansprüche erworben hatten. Heute können die Beträge wieder etwas gesenkt werden, es sind ja viele von diesen Menschen gestorben. Kommen wir zur Lüge 5 der Lügenpresse. Das Aufbauen von Feindbildern, naja, das ist keine Lüge, aber dadurch, dass man das sozusagen nicht zugibt, ja, hat es mit einer Lüge zu tun. Dieses Aufbauen von Feindbildern, das lenkt den Bürger von den wahren Feinden ab, welche in der Regierung selbst sind und in der Opposition, die uns hier ihr Lügenspiel vorspielen. Ja? Meine Lieben, indem ich sage, da ist Pegida, da ist ein Terror, da sind Aufstände, wir müssen Polizei verstärken, dort draußen ist der Feind. Alles schaut nach draußen, diese schlimmen Dinge, die geschehen. Keiner schaut mehr auf die Politiker hin, welche die wahren Betrüger sind. Keine schaut mehr zum Bundeskanzleramt oder dorthin, wo unsere angeblichen Volksvertreter, von denen ich sage, dass sie zum größten Teil Volksverräter sind, wo die sitzen. Da schaut keiner mehr hin. Bei jedem neuen Problem schaut man weg von der Regierung hin zu dem Problem. So lenken weltweit die Herrschenden von ihren eigenen schlimmen Intentionen ab. Meine Lieben, jetzt weiß ich gar nicht, Lüge 5 oder 6, ach, ich sag mal 5. Ja, das war Feindbilder, gut. Jetzt komme ich zur Lüge 6. Kennt ihr die Gerichtsvollzieherlüge? Die kennt ihr vielleicht nicht. Wusstet ihr, dass Gerichtsvollzieher in der BRD seit 2012 gar keine Beamten mehr sind? Und dass die BRD gar kein Staat ist und auch nie war, sondern eine von den Alliierten installierte Verwaltung? Die arbeitet größtenteils innerhalb einer Firmenstruktur. Ist euch geläufig, dass wir bald in die Vereinigten Staaten von Europa übergehen? Da komme ich noch dazu, dass wir uns dann Europa unterordnen, wie es die Entwicklung, dass wir uns Amerika unterordnen. Die dürfen bei uns mitwursteln, wie jetzt die Entwicklung ist. Weiter geht's mit den Lügen der Lügenpresse. Lüge Nummer 7. Vielleicht irre ich mich auch in den Zahlen, dann ist halt eine Unterlüge. Die Besatzungslüge, meine Lieben. Dass amerikanische und britische Militäreinrichtungen in Deutschland exterritoriales Gebiet sind, da ist das eine Lüge? Ja, eigentlich nicht. Aber wir wissen es nicht. Uns hat man davon nichts erzählt. Auf dem Atomwaffen gelagert werden, auf diesem Gebiet. Und Deutschland darf dagegen nicht einmal mehr protestieren. Das hat man uns nicht gesagt. Das geschah ohne unsere Zustimmung. Und auch, dass Deutschland nach Belieben abgehört werden darf, wie ich bereits erwähnte, fragen Sie doch mal Ihren Bundestagsabgeordneten, warum Deutschland immer noch keine Verfassung hat und keinen Friedensvertrag. Immerhin haben doch alle Mitglieder der Bundesregierung einen Eid geleistet, zum Wohle Deutschlands zu handeln. Lüge Nummer 7 der Lügenpresse, die BRD-Lüge, das habe ich schon angedeutet. Im Rahmen des geltenden Völkerrechts gibt es weder ein Deutschland noch eine Bundesrepublik Deutschland.
sondern ausschließlich das Deutsche Reich. Fakt ist, meine Lieben, die Bundesrepublik Deutschland wurde auf der Pariser Konferenz mit der Streichung des Artikels 23 im Grundgesetz aufgelöst. Die BRD existiert praktisch nur vom 23.05.1949 bis zum 17.09.1990. Nur völkerrechtlich ist am 18.09.1990 auch wieder die Weimarer Verfassung von 1919 in Kraft getreten. Daher ja auch das Wappentier der Bundesadler. Nein, anders, auch die Farben Schwarz-Rot-Gold kommen wir noch zu sprechen drauf. Also, da die Bundesrepublik Deutschland seit dem 18.09.1990 nicht mehr existiert, kann man deshalb auch kein Staatsbürger mehr der BRD sein. Es gibt kein Grundgesetz mehr. Laut geltendem Völkerrecht ist ein Grundgesetz nur ein Provisorium zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in einem militärisch besetzten Gebiet. Bis heute hat Deutschland in Anführungszeichen ein Grundgesetz. Zumindest wird es den Menschen so erzählt, stimmt aber nicht. Meine Lieben, als Artikel 23 geändert wurde, beziehungsweise gestrichen, wurden auch die Geltungsbereiche des Grundgesetzes gestrichen. Denn die standen ja einst in Artikel 23. So, und weil diese Geltungsbereiche für 23 durch 23 nicht mehr, exakt ja, überhaupt nicht mehr definiert sind, gibt es auch kein Grundgesetz mehr. Ja, da Gesetze ohne Geltungsbereich keine Geltung haben. Nun gibt es dann gleich diejenigen, die sagen, ja, aber am Artikel 146, da ist ja ganz klar zu sehen, dass also, sagen wir mal, das Grundgesetz für das gesamte territoriale Gebiet mit Namen Deutschland gilt, weil in Artikel 146 der Geltungsbereich ja zu finden ist. Dem sei zu erwidern, dass das Grundgesetz keine solche Zuweisung, also keinen Geltungsbereich mehr besitzt. Ja, sagt man aber, der Artikel 146, meine Lieben, Artikel 146 ändert daran nichts, da dort kein territorialer Geltungsbereich zu finden ist. Zu finden ist lediglich, dass das Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk gilt. Und damit steht fest, Artikel 146 beschreibt lediglich, für wen das Gesetz gilt, nicht aber wo es gilt, da ja kein Geltungsbereich genannt wird. Wir kommen zu Lüge 8. Das ist die Staatsangehörigkeit-Lüge. Wer also seine Staatsangehörigkeit feststellen will, der schaut in der Regel auf seinen Ausweis. Da steht zweifelsfrei drin, welche Staatsangehörigkeit der Inhaber hat. Zum Beispiel in einem deutschen Ausweis steht unter der Angabe Staatsgehörigkeit Deutsch. Ja, aber wenn ich in andere Ausweise gucke, Frankreich, England, Österreich. In Frankreich steht drin France. Frankreich steht drin. Da steht nicht in Français. Französisch. In Österreich steht Österreich. Wenn, also unter der Angabe Staatsangehörigkeit. Da steht nicht Österreicher. Nur bei uns, ja, da steht, oder in Österreich steht nicht Österreichisch. In Frankreich steht nicht Französisch, ja. So muss man das sehen. Also Deutsch, bei uns steht Deutsch. Das ist aber keine Landesbezeichnung. Kennen Sie ein Land, das Deutsch heißt? Ich kenne keins. Ja, eigentlich müsste unter der Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland vermerkt sein, wenn es diese BRD tatsächlich gäbe. Weil aber dieses Gebilde völkerrechtlich nicht existiert, steht es auch nicht in unseren Ausweisen, so völlig in Ordnung. Die blöffen mit der Wahrheit. Meine Lieben, deutsche Flagge, deutscher Adler. Wie sieht eigentlich die deutsche Flagge aus? Ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet. Schwarz-Rot-Gold. Es ist leider falsch. Schwarz-Rot-Gold ist die Flagge der Weimarer Republik.
Tja, meine Lieben, wir sind die Weimarer Republik. Gibt's auch Verwirrung bei den deutschen Wappentieren? Nur da habe ich immer gesagt, der Adler ist nicht das richtige Wappentier. Wir müssen die Gans nehmen, und zwar eine ausgenommene Gans, denn wir werden ja wie Weihnachtsgänse ausgenommen, ja, von denen da oben und ihren wahren Bossen und dürfen zahlen, 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 bis das ganze Konstrukt zusammenbricht und den nächsten Krieg einleitet, an dem die Banker wieder neu verdienen, indem dann das Zerbombte wieder aufgebaut wird und man wieder daran verdient. Es ist ein perverser Kreislauf der Gewalt. Meine Lieben, die Bundesrepublik Deutschland war nie ein souveräner Staat. Ja? Und deshalb konnte sie auch nie eine eigenständige Staatsflagge haben. Stimmt alles? Ist eigentlich alles in Ordnung. So wie es ist, ist es rechtlich in Ordnung. Ist euch das bewusst? Keiner verstößt hier gegen irgendein Recht. Ja? Nur es geschieht ohne unsere Zustimmung, ohne unser Wissen. Die Lügenpresse sagt uns das nicht. Denn wenn sie es sagen würde, dann hätten wir Bürgerkrieg. Und wie der liebe Ford sagte so schön, auch was unser Geldsystem anbelangt, wenn die Menschen wüssten, wie ihr Geldsystem wirklich funktioniert, hätten wir Revolution noch vor Morgenröte. Ja, ja. So. Und man wollte also eine eigenständige Staatsflagge haben in der Weimarer Republik. Das ist schwarz-rot-gold. Das ist doch nicht unsere Flagge. Oder wir sind dann Weimarer Republik. Bitteschön. Meine Lieben, was bedeutet das Wort Deutsch im Ausweis unserer Staatsangehörigkeit? Ist das eine Staatsangehörigkeit? Sicherlich nicht, das wissen wir jetzt. Deutsch verrät bestenfalls, dass der Inhaber des Papiers Deutsch spricht. Also zwischen Deutsch sprechen und Angehöriger Deutschland zu sein, na, da ist aber ein himmelweiter Unterschied. Der Begriff Deutsch ist kein Beweis für deutsche Staatsangehörigkeit. Das merkt ihr schnell, wenn ihr mit den Behörden zu tun habt. Denn den Nachweis, Deutscher zu sein, den muss man hierzulande in einem gesonderten Verfahren antreten. Da braucht man nämlich einen Staatsangehörigkeitsausweis. Das ist ein Papier, von dem die wenigsten von euch wissen oder vielleicht gehört haben. Dass dieses Papier, Staatsangehörigkeitsausweis, kriegt man zum Beispiel beim Standesamt. Doch um in den Besitz dieses Papiers zu kommen, da gibt es einige Hürden, nicht wahr? Also Reisepass und Personalausweis allein sind kein Beweis für den Nachweis oder kein Nachweis für den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Nur mit einem Staatsangehörigkeitsausweis wird die deutsche Staatsangehörigkeit, die deutsche Staatsangehörigkeit verbindlich nachgewiesen. Und darauf weisen die Behörden auch hin. Was ist nun ein Staatsangehörigkeitsausweis? Ja, das ist ein amtliches Dokument, das den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit mit urkundlicher Beweiskraft dokumentiert. Diesen Beweis zu erlangen, wie ich bereits sagte, ist nicht einfach. Das ist ein formeller Nachweis über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Ja, und nur mit einem solchen sind bestimmte Rechtsgeschäfte überhaupt erst möglich. Also, Beispiel, Abwicklung einer Adoption, Einbürgerung von ausländischen Ehepartnern, Erteilung der Approbation. Naja, das war dann das Problem bei Angela Merkel nicht so, die ja angeblich eine Doktorarbeit in Physik geschrieben hat, während viele, die sie kennen, glauben, die Frau weiß nicht mal, wie Physik geschrieben wird. Lassen wir das. Wenn ihr wissen wollt, dass das natürlich gar keine Doktorarbeit ist, dann geht auf YouTube Christian Anders Merkel Doktorarbeit. So, also deutschem Ausweis genügt nicht. Und man kann sagen, dass entgegen der weitläufigen Meinung der Staatsangehörigkeitsvermerk Deutsch in einem deutschen Personalausweis oder Reisepass kein wirklicher Nachweis über das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit ist. Es gilt nur als ein Indiz dafür, dass der Inhaber deutscher Staatsangehöriger ist. Weiter zur Lügenpressenlüge 9. Das ist die Meldeamtslüge. Das ist ganz interessant, meine Lieben. Lüge ist ja auch, wenn man die Wahrheit verschweigt. Und sie weiß, dass es die Pflicht ist, die Wahrheit zu verkünden.
Bundestagsmehrheit. CDU, CSU, FDP peitscht etwas durch. Die Meldeämter sollen die Daten der Bürger an Datenhändler, Auskunfteien, Inkassounternehmer, Gangster, Syndikate und Betrüger, ungefähr gleicher Couleur wie unsere Regierung, verkaufen dürfen, ohne dass man das verhindern kann. Meine Lieben, das hat man durchgerammt. Wenn die Daten ausschließlich zur Bestätigung oder Berichtigung bereits vorhandener Daten verwendet werden, ist da gar kein Widerspruch möglich. Jeglicher Widerspruch ist zwecklos. Wie konnte es so weit kommen? Die Lügenpresse verschweigt das, denn das allein schon ist ein Grund für Bürgerkrieg. Aber wir wollen uns das mal anhören. Meine Lieben, das müssen wir uns mal vorstellen. Wie jene, die über uns herrschen, die uns regieren, wie die uns in Wirklichkeit hassen. Man kann zu keinem anderen Schluss kommen. Dieses Gesetz wurde am 28. Juni 2012 in 57 Sekunden in zweiter und dritter Lesung durch den Bundestag gerammt. Da gibt es ein Video darüber. Innerhalb von 57 Sekunden waren 30 Abgeordnete der Meinung, jawohl. Wie 30? Das waren doch damals 600. Ja, die waren gerade weg auf Urlaub oder sonst wo. Oder haben wieder mal nur per Rollkoffer ihre Sitzungsgelder abgehoben und sind dann ins Puff. Entschuldigt, wenn ich das so sage. Ja? Aber diese Geschichten hört man ja immer wieder. So. Meine Lieben, das erinnert mich an Jekyll Island, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da hat man das zinsbelastete Geldsystem durchgerammt, als die meisten Abgeordneten Weihnachten zu Hause waren. Lug und Betrug, meine Lieben. Und nun, was hat ja schon mal erwähnt, die Staatsverschuldungslüge, ja, wir haben, das weiß schon fast jeder Wirtschaftswissenschaftler, der noch ein bisschen Eier hat zwischen den Beinen und ein bisschen Ehre, ja, und nicht ganz gekauft ist von den Volksverrätern, der weiß, wir haben keine 2 Billionen, wie die Lügenpresse und die Lügenmedien jeden Tag verkünden, 2 Billionen Staatsverschuldung, wir haben über 6 Billionen Euro Staatsverschuldung, Billionen. 6.000 Milliarden Euro Staatsverschuldung. Ja? Und damit sind wir das am höchsten verschuldete Land der EU. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Außerdem haben wir nicht 2 Millionen Arbeitslose, sondern über 10 schon. Das weiß auch schon fast jeder ehrliche Journalist, der sich aber nicht traut, das zu sagen, sonst kann er bei der nächsten Pressekonferenz, Lügenverkündung der Kanzlöse und anderer Leute gar nicht mehr dabei sein. Der wird gar nicht eingeladen. Ja? Es gibt übrigens gar keine, viele sagen, Christian, es gibt gar keine Staatsschulden. Das stimmt. Es gibt eigentlich keine echten deutschen Staatsschulden. Die Schulden der BRD, meine Lieben, werden von einer GmbH gemanagt. Die ist unglaublich. Die hat unter dem Namen Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH in Hamburg hat die ein Büro. Die verfügt und wurde gegründet, wie viele GmbHs, mit einem Eigenkapital von 25.000 Euro. Hier der Pipifax kann das machen. Wir werden beherrscht und regiert von einer Firma, die selber 25.000 Euro investiert hat und der wir nun 6 Billionen schulden. Billionen Staatsschulden werden von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gesteuert und verwaltet. Das ist nicht nur eine Lüge, das ist Perversion pur. Wir kommen zur nächsten Lüge. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das ist. Die 11. oder? Kennt ihr die Unterwerfungslüge? Kennt ihr sicher nicht. Oder viele von euch nicht. Dann lasst euch das sagen. Jeder Bundeskanzler muss eine Unterwerfungsurkunde unterschreiben. Vielen ist das nicht bekannt. Wer also neu im Kanzleramt ist, der erhält von den Alliierten einen Brief, den er bei Amtsantritt per Unterschrift zustimmt. Ja? Zum Beispiel unser Willy Brandt, den ich sehr gut kannte. Mein Bruder war 3 Jahre lang sein Berater, Dieter Schinzel. Für Willy Brandt war mein Bruder der zukünftige Kanzler der SPD. Mein Bruder war auch Vorsitzender der SPD in Aachen, Präsident der AStA und so weiter. Dass er dann irgendwelchen Unsinn veranstaltete oder unglückliche Umstände geriet, naja, die auch zum Teil gesteuert wurden von Henoch Kohn, besser bekannt als Helmut Kohl, das ist eine andere Geschichte.
Dieser Willy Brandt war ein sehr netter Mann und der hat auch Rückgrat gehabt, zunächst. Denn der sollte eben diese Unterwerfungsurkunde unterschreiben, meine Lieben. Ja? Und da steht drin, dass man die eingeschränkte Souveränität der Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich bestätigt. Die eingeschränkte Souveränität. Da hat Willy Brandt gezögert. Am Ende unterschrieb er doch. Naja, die Verführung, Kanzler zu werden. Ich vermute, bei Angela Merkel war das ganz anders. Bevor die Kanzlerin wurde, hat die noch schnell in Amerika anrufen. Bitte schickt mir doch die Urkunde, ich möchte sie gerne unterschreiben, ja. Ich komme zu der Presselüge 12. Das ist die Gesetzeslüge. Wussten Sie, dass es keine Richter gibt? Deshalb nenne ich das die Richterlüge. Wussten Sie, dass es im nicht existierenden Deutschland gar keine gesetzlichen Richter gibt? Weil ja Deutschland per se gar nicht existiert. Es gibt auch kein gültiges Strafgesetz. Es gibt keine gültige Strafprozessordnung, keine gültige Zivilprozessordnung. Es gibt auch kein Ordnungswidrigkeitsgesetz. Also anwendbar auf öffentlichen Straßen oder Schienenstrang und so weiter. Da ist der räumliche Geltungsbereich aufgehoben. Das gilt auch nicht mehr für Schiffe, Flugzeuge, die berechtigt sind, Bundesflagge zu führen und so weiter. Meine Lieben, das sind also seit dieser Situation, nicht wahr, alle seit Rechtskraft der Bereinigungsgesetze ergangenen sogenannten Hoheits- und Verwaltungsakte der BRD, BRD, GmbH, Beschlüsse, Urteile, Haftbefehle, Bußgeld, Steuerbescheid, Hausdurchsuchung, Beschlagnahmen, Vollstreckung, Vollzugsmaßnahmen, Pfändung etc. waren und sind de jure und de facto null und nichtig. Rechtsungültig, rechtsunwirksam, rechtswidrig, mithin kriminell. Das heißt, unsere Bundesregierung ist ganz offiziell kriminell. Reimt sich auch gut. Ein Anwalt, der Eier hätte und noch nicht ganz ehrlos ist, könnte hier die Bundesrepublik selbst verklagen, jedes Urteil aufheben, das beschlossen wurde, von Richtern, Anwälten und so weiter, als ungültig erklären. Aber naja, gut. Meine Lieben, wir haben also die Staatsverschuldungslüge, die Arbeitslosenlüge. Wenn all diese Lügen und die anderen Unterlügen, derer es Tausende, Zigtausende sind, bekannt würden, hätten wir schon längst Bürgerkrieg oder wie Henry Ford, ich habe es schon erwähnt, einst sagte, wenn die Menschen ihr Geldsystem verstehen würden, dann hätten wir Revolution vor dem nächsten Morgen. Gott sei Dank, ja, oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht. Leider verstehen die Menschen das nicht, wie sie täglich belogen und betrogen werden, im Schweiße ihres Angesichts arbeiten, während auf den Regierungsbänken die Kinderporno-SMS ausgetauscht werden. Vielen Dank. Lüge 13, Presselüge 13, die Menschenwürde-Lüge. Das ist die schönste, muss ich euch mal anhören. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich meine damit, dass Washington plant, wisst ihr ja jetzt die neue Entwicklung, Europa wirtschaftlich und legislativ zu kontrollieren. Das ist ein Verhandlungspapier intern, das ermöglicht den USA ein erhebliches Mitspracherecht bei den pädophilen Sesselpupsern in der EU in Brüssel, bei nationale Gesetzgebung. Merkel aber ruft dessen ungeachtet dazu auf, mehr Verständnis für die amerikanische Position zu zeigen. Ja, wir sollen also den Forderungen des Weißen Hauses klein beigeben. Meine Lieben, das ist unerhört. Schaut mal, das Ganze hat ja zu tun, hinter diesen zahlreichen Bestimmungen sieht man, kann man sehen, vor allem die Stärkung und Ausweitung des Einflusses multinationaler Konzerne in Europa. Diese Konzerne, die haben in den meisten Fällen ihren Firmensitz sowieso in den USA. Ja, wir aber, uns lügt man vor, die Lügenpresse lügt uns vor, schafft Arbeitsplätze, ja, ja, steigert das Wirtschaftswachstum. Nein, es fördert die Versklavung. Und ich möchte noch eine Sache zum Unwort des Jahres erklären. Nicht Lügenpresse, das ist das schönste Wort. Das ist das schönste Wort des Jahres. Wachstum. Dieser von den Politverbrechern, dieses so sehr geforderte Wachstum wird ja nur gefordert, nicht damit es den Menschen besser geht, sondern damit man den Banken den krebsartig wachsenden Zins und Zindeszins
Zuwachs sozusagen zahlen kann. Diese Wucherung, diese Anhäufung von Geld, wir sind bei über 400 Millionen Euro pro Tag Zinsbelastung angelangt. Deshalb fordern die Volksverräter Wachstum, damit dieses Wachstum sozusagen die Zinsforderungen, denn an der Hauptschuld, das sind die Banken gar nicht interessieren, die ist gar nicht zu bezahlen. Wenn es dann zu viel wird, kommt der nächste Krieg, wie ich in vielen meiner Vorträge zeige. Warum führt das Wirtschaftswachstum zur Versklavung, meine Lieben? Als ein Grund. Außerdem, de facto, weist ja die politische Heranführung darauf hin, dass die großen Profiteure des Abkommens, ich kann es nicht oft genug wiederholen, nicht der gewöhnliche Bürger ist, sondern die privilegierten multinationalen Konzerne. Ja? Und es droht uns, dass die USA amerikanische Unternehmen in Europa sich auf neue Rechtsnormen berufen können. Wenn sie zum Beispiel glauben, dass ihnen aufgrund von Gesetzen oder Maßnahmen der EU oder einzelner EU-Mitgliedstaaten Verluste entstanden sind, Amerika ist das am höchsten verschuldete Land der Welt, ja? 10 Billionen Dollar und mehr Staatsverschuldung. Das hat am Tag über 3 Milliarden Dollar Zinsbelastung. Die sind pleite, die Amis. Schon mehrere Male zahlungsunfähig gewesen, meine Lieben. Wir stärken also die Macht der Konzerne. Wo ist der schöne Tante-Emma-Laden? Es werden immer weniger. Ich gehe gerne in kleine Läden und kaufe. Ich gehe nicht so gerne in den Supermarkt. Weil in den kleinen Läden, da sieht man Menschen, die sprechen mit einem, hallo, wie geht's, was wollen wir denn heute, Mohrrüben, Bananen oder Gurken? Ja. Und dann sagt man vielleicht was, manche sagen, Christian, ich habe deine neue Platte, die gefällt mir sehr gut. Deshalb gehe ich nicht in die kleinen Läden, sondern ich möchte das Menschliche miteinander, das ist doch wunderschön, meine Lieben. Da, wenn ich im großen Supermarkt bin, da frage ich irgendjemand, wo ist denn das? Und da hinten, da. Ja, also. Und das ist genau diese Entwicklung, die Entmenschlichung, nicht wahr, dieser ganzen Strukturen, die Macht der Konzerne wird verstärkt, unsere Versklavung wird auch verstärkt, kann man sagen, ja. Erst vergangene Woche hat die Kanzlerin Angela Merkel, auch bekannt als IM Erika oder Stasi-Spitzel Kasner, auch der sprechende Hosenanzug wird sie genannt, ja, hat erst gesagt, dass wir mehr Verständnis für die amerikanische Position haben wollen. Sie sagt, wir können uns nicht abschotten in dieser Welt und deshalb möchte ich ein großes Plädoyer einlegen dafür, dass die Europäische Union offen ist für Freihandelsabkommen. Was sie eigentlich damit meint ist, bitte lasst euch doch versklaven, wir haben die Schnauze voll von euch. Schäm dich, Angie. Nimm deine erschwindelte Doktorarbeit und wisch dir damit was ab. Nun ja, die größte Lüge der Lügenpresse habe ich noch gar nicht erwähnt. Und das ist die Lüge, dass Angela Merkel die beliebteste Deutsche ist. Meine Lieben, zunächst einmal, wenn wir auf YouTube gehen und uns irgendeinen Vortrag von Angela Merkel vor den Massen, also auf dem Marktplatz oder irgendwie öffentlich, auch in den Hallen, auch mal anklicken, dann sehen wir, zunächst Angela Merkel, wie sie spricht. Für ein paar Sekunden, dann hören wir sie nicht mehr. Warum wohl? Weil die Leute so pfeifen und sagen, Merkel raus und Volksverräterin und Kriegstreiberin. Wenn wir uns diese Videos anschauen und auch Berichte hören von Leuten, die bei Merkel-Vorträgen dabei waren, dann kann man zu gar keinem anderen Ergebnis kommen, dass Angela Merkel die unbeliebteste Deutsche ist. Und sogar die Lügenpresse sagt da manchmal die Wahrheit, wenn es natürlich ganz offensichtlich ist und der Betrug herauskommt. So gibt das ZDF zum Beispiel zu, dass diese Umfrage von Deutschlands beste oder beliebteste Frau jetzt, dass das geschummelt war. Und zwar hauptsächlich bei der Kanzlerin oder Sie schreiben hier Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja? Also, die haben zugegeben, diese Frau ist nicht die beliebteste Politikerin. Hätten sie natürlich die ganze Wahrheit gesagt, sie ist die unbeliebteste, da würden einige von diesen Redakteuren wahrscheinlich nicht lange leben. Denn wenn man gegen eine Bilderbergerin etwas sagt, dann endet man wie Barschel oder wie Möllemann, den ich gut kannte. Nicht? Da öffnet sich plötzlich der Fallschirm nicht. Oder man landet irgendwo erstickt mit aufgeschlitztem Körper in der Badewanne. Nun gibt es viele, die sagen, ARD und ZDF, das ist doch mittlerweile nichts weiter als die aktuelle Kamera in der früheren DDR.
Nach dem Motto, nur was das Politbüro freigibt, wird gesendet. Ja? Also nur was die Bilderberger erlauben, wird gesendet. Das Erbärmliche daran ist, dass wir noch dafür zahlen müssen. Merkel hat doch dieses Land derart zerstört, dass man lange brauchen wird, um es wieder in Ordnung zu bringen. Ja? Und das hat man davon, meine Lieben, wenn man alte DDR-Kader an die Macht holt. Ohne mal zu hinterfragen, was die früher wirklich gemacht haben. Was unsere IM Kasner oder IM Erika noch so alles gemacht haben. Da fehlt eine gesamte Aufarbeitung der DDR, meine Lieben. 25 Jahre nach der Einheit, da wird es dringend Zeit. Unsere Nazi-Vergangenheit haben wir da schneller aufgearbeitet, ja? Warum? Weil auch die Jugend damals darauf bestand. Die heutige Generation ist ja von den grünen Antideutschen auf stramm links gedreht und kann gar nicht mehr klar denken. Und wenn wir schon bei einer derartigen Bagatelle, kann man fast sagen, belogen werden, wie sieht's dann mit den wirklich wichtigen Dingen aus? Diese Journalisten und Zeitungen, die sind regierungskonform. Die unterdrücken kritische Argumente und berichten nicht über das Fehlverhalten von Politikern. Ja? Und da muss man sagen, da hatte dann jemand mal Eier, das ist der Programmdirektor Norbert Himmler, interessanter Name. Der Sender hatte er bereits am Dienstag eingeräumt. Die Redaktion hat methodisch unsauber gearbeitet. Ja, hätte da keiner nachgehakt, dann wäre vielleicht gar nichts davon herausgekommen. So wird in Deutschland manipuliert, meine Lieben. Und da hat sich jetzt der Himmler entschuldigt, nicht wahr? Auch der Unterhaltungschef Oliver Fuchs, ich glaube, der ist zurückgetreten. Der hat gesagt, ich entschuldige mich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, bei allen, die an den Abstimmungen teilgenommen haben, wie auch bei den betroffenen Prominenten, sagt der Himmler. Der hätte aber dann auch gleich sagen können und sollen, das wirkliche Ergebnis der Umfragen ist, Angela Merkel ist die unbeliebteste und am meisten gehasste Politikerin in Deutschland. Dann wäre das der Realität entsprechend gewesen. Ob jetzt Franz Beckenbauer, der wahrscheinlich 40 uneheliche Kinder hat und 36 Frauen, ist egal, ich bin ja kein Moralist, ja. Aber natürlich, dem Fußballgott greift man nicht an, der darf alles haben. Der wurde gleich wieder hochgehievt auf der Liste. Ich muss mal schauen, wo das hier war. Der kletterte vom Platz 31 auf Platz 9. Wahrscheinlich sind das dann die restlichen Kinder, die er dann noch gezeugt hat. Dann haben wir Bundesfinanzminister Schäuble. Naja, weil die alle schon auf den rumhacken, zu Recht, hat man ihn mal von Platz 6 auf 11 gestellt. Ist ja nicht so schlimm. Meine Lieben, wir leben in einem Land von Lug und Betrug. Es wird Zeit, dass hier mit eisernem Besen gekehrt wird. Ich liebe euch alle.